Die ist hinter uns. Boah! Hast du schon mal hinter dir geschaut? Hey Leute! Was geht? Nina hier mit... Kanallöchen! Hallo! Wir sind mal wieder bei Roblox, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und zwar in dem neuen Haus von Oma, also Escape New Grandma's House, so heißt die Obi von Packstabber. Und die sieht wirklich ein bisschen anders aus als die Obis, die wir bislang zu der Oma gespielt haben. Genau, und wir starten hier diesmal anscheinend in der Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, keine Ahnung. Und wir sind hier direkt auch in einem Lavaraum. Mit Lollis, könnten aber auch Stricknadeln sein. Ich glaube eher Stricknadeln. Genau, so, jetzt sind wir hier bei den falschen Zehen. Ja, daran kann ich mich auf jeden Fall auch noch erinnern. Oh nein, ich bin auf den Keks gesprungen und wurde von den Seitenblasen getroffen. Kann auch. Nein, ich da kommt was aus der Röhre raus. Ja, aber ich bin nicht, das war ein bisschen anders gerade. Also ich bin nicht da gestorben, sondern woanders. Naja gut, okay, es geht jetzt hier lang eigentlich? Ab durch den Schrank. Durch ein Labyrinth. Oh ja, das neue Haus scheint wirklich ein bisschen anders zu sein. Und trotzdem gibt es hier irgendwelche komischen Monster, die durch die Wand kommen wollen. Ich wollte das gerade einsammeln. Okay, wo geht's lang? Hier lang. Sind wir da nicht, das wird doch hergekommen. Ja. Ernsthaft? Ja, natürlich. Ups, ja, stimmt. Oder müssen wir da bei dem... Ah, warte. Ah, nee, hier. Hier. Was ist das? Okay, hier kommen wir nicht durch. Ich hab das Gefühl, wir gehen schon wieder zurück. Hier lang? Weiß ich nicht. Nee. Ja, diesmal war es richtig. Okay, so it looks like Grandma has set traps to try to prevent us from escaping. Maybe there something that breaks the wood barrier down. Okay, wir müssen irgendwas finden, was... Ach, da hinten ist ein Knopf. Ah, okay. Yay. Wir sind schon wieder bei Grandma. Hi! Die ist einfach überall. Oh ja, jetzt sehe ich auch, sie hat beim letzten... Sie hat was gegenüber zum letzten Mal gelernt. Das ist jetzt hier gar nicht so einfach, hier rüber zu kommen, habe ich das Gefühl. Easy peasy. Bin schon rüber. Knitting Nightmare, das Strick. Okay, war doch nicht so schwer. Der Strickalbtraum. Okay, das hat sie beim letzten Mal auch schon gemacht. Oh Gott! Kreissägen auf dem Boden. Ja, das kenne ich auch noch. Oh Gott! Das scheint sie mit in das neue Haus genommen zu haben. Nein! Da ist sogar eine Kettensäge gewesen. Wie übertrieben. Muss man über das Blut springen auch? Nee, ich glaube nicht. Ganz durch. Aber die Kettensäge ist... Was ist denn hier los? Die Möbel sind böse geworden, glaube ich. Komm nicht über die Kettensäge rüber. Das finde ich mal cool, das war ein bisschen anders. Kreissäge geht, aber Kettensäge? Oh, die Katzen sind da und die bewegen sich diesmal. Beim letzten Mal haben sich die Katzen nicht bewegt. Und wir müssen über... Gott, das ist ja richtig cool. Inferno Furniture, oh Gott. Nein! Die Katzen haben mich erwischt. Das ist doch hier dein Traum. Ja klar, Katzen. Denn nicht? Oh, wir sind in ihrer Küche gelandet. Oh ja, wahrscheinlich werden wir von ihr gleich wieder gefressen, so wie es aussieht. Okay. Oh, guck mal, sie bewegt sich sogar. Was? Ja, jetzt habe ich eins gemacht. Hä? Darf ich es nicht berühren oder ich verstehe es gerade nicht? So, okay. Ein Quietsche-Entchen. Wie, was? Wieso? Darf ich den Topf nicht berühren? Ich glaube nicht. Oh Gott, die Kekse sind ja... Oh, das ist ja richtig hier. Hart. Oh ja, die Kekse bewegen sich auch noch. Jetzt wird aber langsam hier ein Schuh draus. Ah, okay, das ist ein Portal. Okay. Das ist hier. Das ist easy. Ach, das Messer? Wir hin. Überhaupt kein Problem. Müssen wir schon wieder... Nee, diesmal müssen wir hier lang. Hä, wie, wo geht's denn da lang? Okay. Weiß nicht, wo ich lang muss. Bei dem ausgegossenen Keksteig. Da ist ein Portal. In der Mitte. So, da muss ich rein? Achso. Aha. Interessant. Ja, stimmt. Warum ist Grandma so groß?
Die Welt ist aber echt auch riesig, ne? Ja. Which way? Das ist schon cool. Also die Küche ist auf jeden Fall neu dazugekommen, das sieht man. Sonst ist einiges definitiv recycelt, aber das ist ja auch normal. Werden natürlich gefressen. Na klar, wie soll es anders auch sein? Ja, was Oma alles gegessen hat. Das geht ja gar nicht. Ey, ich habe doch nichts berührt. Omi. Jetzt wackeln die Kekse hier wieder ab. Hilfe! Hä? Warum komme ich denn da nicht weiter? Oh nein. Ich bin hier auf die Magensäure getreten. Okay, who made this obi? You two Packstabber? Ja. Yeah. Okay, which of these obis has Packstabber not made? Escape the summer camp. Oh, when was Grandma first released? Ich glaube 2017. Ja, glaube ich auch. What is this game? A new original idea, rinse out idea and huge cash grab. A new original idea. Yay! Okay. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich rausgepupst, gehe ich von aus. The end of the gross tunnel. Bisschen eklig, Oma. Run from Grandma. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh! Die ist hinter uns! Das sieht richtig cool aus. Oh! Das ist ja richtig cool. Hast du schon mal hinter dir geschaut? Ja, im Rollstuhl verfolgt sie uns. Oh ja, in einem Rollstuhl Go-Kart schon. Ja. Nein, ich wurde vom letzten Auto getroffen. Geschafft. Ich bin entkommen. Ich hab mich von der Oma mal erwischen lassen, weil ich das Foto machen wollte. Yeehaw. Ich hab's geschafft. Schön. Bin entkommen, Nina. Und du auch nicht. Ja, das ist egal. Ja, war aber auf jeden Fall cool. Besonders die letzte Stage. Die fand ich am coolsten. So, was Originelles. Hast du ein Foto von der Oma gekriegt? Nee, ne? Nein, aber wir können das ja einfach screenshotten. Also man kann es ja bei, im Schnittprogramm kann man es ja screenshotten. Ich habe mir extra schöne Perspektive gewählt, dass man das schön daraus screenshotten kann. War zu schnell. Ich muss schnell weg. Und wir warten auf Nina. Ah, da kommt sie schon. Das ist sie schon. Ja, hier bis hierhin war ich gerade schon, aber dann hat mich das Auto angefahren. Als ich zu viel Panik hatte vor der Oma, dass sie mich erwischt. Okay, das war's, Hast du gesehen, dass sie einen Unfall gebaut hat? Ja, ja, genau. Leute, das war's. Wir sind mal wieder aus dem neuen Haus von Oma entkommen und auch vor Oma selbst mit ihrem Go-Kart. Wenn's euch Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Nicht vergessen zu abonnieren, zu kommentieren und auch auf das Glöckchen zu drücken. Yes, so sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.